Danke natürlich auch an die Künstler, die das alles hier ins Werk gesetzt haben, die hier das aufgebaut haben, die auch heute sicherlich großenteils da sein werden. Herrn Lipka, vielen Dank als Vorsitzender oder Halbvorsitzender des... Hier ist der Vorsitzende. Ah, das ist der Vorsitzende. Herr Löcher war es, auch gut. Also den beiden vielen, vielen Dank dafür, wie sie sich hier eingesetzt haben, dem Hamburger Künstlerbund, der ja 90 Jahre alt geworden ist in diesem Jahr. Und dann natürlich, ich habe es jetzt erlebt, in Form der Tour durch das Berggelände Hüttenwerke Gruff-Mannesmann. Sie erleben es durch den Ort hier, der ja schon eine gewisse Tradition hat im Zusammenhang mit dem Lehmbruck-Museum, durch das Lehmbruck-Stipendium. Die Ateliers waren hier auch lange Zeit. Vielen Dank natürlich der HKM, also in Hüttenwerken, vertreten heute hier durch Herrn Dr. Reichel. Allen, die jetzt da mitgewirkt haben, nicht hier sind, sei also so der Dank ins Allgemeine geworfen. Auch von Seiten der HKM allen nochmal herzlich willkommen. Sie machen ja durch Ihr zahlreiches Erscheinen unserem Anspruch alle Ehre, dass wir hier durch die Möglichkeit, zunächst die Führung durch lebendige Industriegeschichte, in der auch noch produziert wird, und eben der Ausstellung 90 Jahre Künstlerbund diese Brücke schlagen. Und das freut uns ausgesprochen, dass das eine so überwältigende Resonanz erfährt. Und aus dieser Zeit stammen diese Räumlichkeiten, und wir haben uns ja bewusst überlegt, dass wir diese leichte Patina, die wir hier auch an der Decke sehen, dass wir die so erhalten. Und das Raumensemble bietet den Künstlern, bot den Künstlern die Möglichkeit, auch ihre Arbeiten sowohl individuell, aber eben gemeinsam auch als Künstlerbund auszustellen. Und dass das in diesem wunderschönen Maß gelungen ist, dafür meinen Dank an den Künstlerbund. Und ich freue mich, dass Sie mit Ihrer intensiven und zahlreichen Resonanz zeigen, dass damit eben auch das Interesse in dem Auditorium und in der Bevölkerung geweckt worden ist. Und allein die Tatsache, dass all diese Führungen, die angeboten wurden, schon 14 Tage nach Ausstellungseröffnung zu 60% ausgebucht waren und 4 Wochen nach Ausstellungseröffnung waren die alle ausgebucht, zeigt, dass das Konzept gelungen ist. Und das darf dann für uns Ansporn sein, vielleicht in der Zukunft auch über eine Wiederholung in diesem oder ähnlichem Rahmen nachzudenken. Den Künstlern herzlichen Dank für die Arbeit, die Sie hier eingebracht haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich muss natürlich auch wiederum danken, vor allen Dingen das Lehmbruck-Museum und HKM, den Hausherren letztendlich. Wir sind wunderbar aufgenommen worden hier. Wir haben tolle Kooperation gehabt mit dem Lehmbruck-Museum. Also das war alles wirklich ein richtig schönes Erlebnis, auch für uns. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Jetzt hätten wir beinahe noch einen wichtigen Mann vergessen, den muss ich noch persönlich erwähnen. Frank Kopacek. Unser Mann, der unsere Texte überarbeitet hat und wunderbar beschrieben hat. Und da sind wir ganz glücklich und stolz, dass er uns seit vielen Jahren treu begleitet. Das ist ja da.